So, und weiter geht's hier bei Minecraft. Wir sind hier immer noch im Haus. Ich muss mal gucken, wie weit bin ich denn gekommen bei den letzten Aufnahmen. Jetzt habe ich die ganze Zeit wieder gerendert wie ein Wahnsinniger. Und jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo ich bin. Aufgenommen habe ich inzwischen bis Folge 109. Es ist unglaublich. Und das hier müsste dann Folge 110 sein, folglich. Und jetzt muss ich aber erstmal gucken, zwischendurch. Da ist ein Grafikfehler, ein kleiner übrigens. Das Häuschen kann man ja eigentlich fast schon so anbieten. Auf der Rückseite machen wir jetzt, bauen wir jetzt nochmal ganz schnell ein paar Treppchen, damit wir das Haus jetzt nicht unfertig stehen lassen. Und dazu nehmen wir Holz. Aber wir haben nicht mehr ganz so viel Holz. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das wird auf keinen Fall reichen. Also knüppe ich mir nochmal schnell eine Axt zusammen. Zack, zack, zack. Und zack, 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 so rum. Und im Hintergrund düdelt, wie heißt das? Iranas Peace von Quest for Glory. Quest for Glory. Müsste ich mir mal ein bisschen lauter machen auf der Ohrmuschel gleich. So, Bäume haben wir jedenfalls genug und vielleicht mit ein bisschen Glück auch Schafe. Und dann muss ich... Nach dem Urlaub werde ich als nächstes auch gleich mal eine Umfrage starten, hoffe ich, in Klammern. Was wir denn nun als nächstes machen wollen, weil wir haben ja noch Zeug in der Höhle, wir haben noch eine Menge zu bauen, wir haben noch zig Baustellen offen. Ich kann mich gar nicht für einen Baum entscheiden hier. Ach, ist das toll grün jetzt hier. Haben wir uns einen richtig kleinen Sherwood-Forest aufgebaut. Also Share, verstehst du? P2P und so. So, nehme ich mal den hier und dann hauen wir den Wald mal wieder auseinander. Ich werde diesmal nicht unnötig durch die Gegend laufen und die ganze Zeit Setzlinge reinballern. Das mache ich mal ausnahmsweise nicht. Weil ich habe mir die Folgen hinterher mal angeguckt und das ist auf Dauer dann doch so ein bisschen, naja, es ist halt, ich sag mal, es ist Geduld herausfordern. Nein, Geduld fordern? Ach, ihr wisst schon. Bäume, 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 Bäume. So, dann haben wir auch gleich genug. Das müsste ja zumindest reichen. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 22 schon. Ist das geil, wenn hier so viele Bäume sind? Dann kann man innerhalb von weniger Minuten kann man sich da Holz zusammenprügeln. Das ist unglaublich. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr selber zockt, auf jeden Fall immer diese Setzlinge überall reinballern, weil ihr dann nie wieder eine Knappheit haben werdet. Ich sammle die natürlich ein, aber ich pflanze die jetzt nicht großartig durch die Gegend. Und es wird Nacht. Na, jetzt da. So, hoch. Ach, dann gehe ich mal hier lang. So, da laufen wieder McChickens rum. Die lasse ich jetzt mal in Ruhe, weil wir wollen ja die Dachgiebel weiterbauen. Und ich würde dann auch gerne die Strandhütte vorerst abschließen, obwohl ich da noch eine Idee hätte, wie man die weiterbauen könnte. Da wüsste ich etwas gar Tolles. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man links weiter anbauen kann da am Haus. Aber das machen wir... Das machen wir dann später. Hier, da links könnte man noch so einen Seitentrakt anbauen. Oder habe ich auch überlegt, dann könnte man quasi statt einer Garage, wie das ja bei diesen Ami-Häusern immer so ist... Könnte man dann da so ein Dingens einbauen hier, wie heißt es, naja, für unser Speedboat natürlich, mit dem wir hier rumcruisen. Dass man sich ja bestimmt auch irgendwie aus Blöcken zumindest symbolisch zusammenzimmern kann. Da kann man hier so einen Durchgang machen zur Garage oder hier so einen Doppeldurchgang. Und nach unten würde ich dann vielleicht doch lieber gerne Treppe machen in den Keller, aber das können wir ja alles noch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Achso, ich wollte ja noch hier, ne, und so. So, das mache ich mal auch hier vor Ort direkt, zack. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, 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 so. Das reicht hoffentlich. Nee. So, 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 so. Das reicht hoffentlich. Ja, schau. Das war total schlau. Hä, bin ich doof? 27 Treppen sind das nur? Bin ich doof? Ich, ja.
So, 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 so. Nein. Das sieht schon besser aus. Komisch. So, jetzt ab aufs Dach und jetzt auf der anderen Seite fehlt uns nämlich doch hinten der Dingens, ne? Der Dingens da, ne? Hier schräg pipapo. Hier auf der Seite fehlen noch zwei Rows. Wie wir Bros so gerne sagen. Und jetzt mal gucken, kriegen wir das da hin? Moment. So, das Problem ist aber, dass wir genau da jetzt eigentlich die Treppe anbauen müssten. Und das machen wir dann mal... Ne, das geht da hier nicht, das geht nur hier. Dann mache ich das da mal so und dann mache ich da mal so. Nein! Ah! Bin fort. Einmal kurz die Maustaste verdrückt und jetzt muss ich das hier dran machen. Kriege ich das hin? Hilfe, 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 Hilfe. Ich krieg das da nicht dran. Naja, egal. Dann mache ich erstmal hier dran und auf der anderen Seite mache ich da gleich erstmal Erdklumpen. Mal schauen. Und, Sekunde. Kriege ich das hier hin? Nein, wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Das ging doch vorher. Oder muss ich da pixelgenau arbeiten? Offensichtlich nicht. Kann ich dann da wenigstens Erdklumpen dran bappen? Das geht auch nicht, ne? Ist ja super. Dann aber da wenigstens. Und dann kann ich da eine Treppe anbauen. Dann mache ich das jetzt so. Da ein Erdklumpen und da eine Treppe. Und da ein Erdklumpen. Oder auch nicht. So. Zack. Und Moment, wo kann ich den? Den kann ich dann da anbringen. Und dann kommt die Treppe dahin. Und dann... bringe ich den da hin und dann den dreimal da hin und dann dahin. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, das haben wir dann soweit. Waren das überhaupt schon zwei Reihen? Ich bin mal wieder völlig... au, verpeilt. Was aber nicht zuletzt daran liegt, dass ich gerade noch überlege, was wir noch alles machen können oder sollten. Das war jetzt nur einer, ne? Das sieht nach einer Reihe aus. Gut, dann kommt jetzt noch eine zweite Reihe dran. Jawohl, damit es aussieht wie hier und also nochmal hoch auf die Zinnen und ja. Ach, die Musik, die ist so erbaulich. Ich fühle mich wie Bob, der Erbaulichmeister. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kriege ich denn das da unten dran? Moment. Ja, das war es jetzt nicht so. Ich glaube, da muss ich wohl oder übel von unten nach oben, ne? Weil anders fürchte ich... Moment, ich kann ja mal hier probieren. Nee, das wird nicht funktionieren. Scheißendreck. Kann ich nie von da oben machen. Hä? Ich habe schon ganz vergessen, wie wir das auf der anderen Seite gemacht haben. Moment. Au! Ich würde sagen, dann ziehe ich hier einfach mal so ein Dingens hoch. Hier so ein Dreckklotz. Zack, zack, zack. Und dann ist das zu wenig. Ach nö, ach Mensch, was ist denn hier los? Ah, ich hasse das. Haben wir nicht noch irgendwo andere Dreckklötze, die wir nehmen können? Wolle könnte ich dann draufsetzen oder Sand, das würde auch gehen. Dann mache ich das, glaube ich, mal. Mann, 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 Mann. Also manchmal, ne? Manchmal geht auch gar nichts richtig. So, das sieht schon besser aus. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich werde dann da erstmal einen Dreckklotz dran klatschen. Und da dann... Ne, den werde ich hier dran klatschen, weil da hinten bringt mir das nicht so viel. Hier scheinbar auch nicht. Dann mache ich das so. Und immerhin haben wir einen Anfang. Und jetzt gehe ich wieder aufs Dach und mache dann von oben... baue ich dann darauf auf, damit ich hier unten nicht immer die Dreckklötze stapeln muss, sondern von oben geht das etwas zügiger, wenn wir jetzt einfach mal schnell aufs Dach kraxeln und dann haben wir das Dach zumindest endlich fertig und somit die Hütte endlich fertig. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. So.
Und dann, ja, mit der Erde wird es wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich werde mal gucken, wie weit wir da kommen. Ansonsten, ach, Sand geht ja nicht. Ach Mensch, das ist ja nur wieder Probleme, Probleme hier. So, vielleicht. Nee, das wird nicht reichen. Das kann nicht reichen. Das wird auf keinen Fall reichen. So, haben wir immer ein Stückchen vom Dach und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Erde. Da kann ich ja gleich die Abkürzung nehmen. Hui! Und den Keller müssen wir bei Zeiten auch nochmal machen, das ist klar. Aber da bauen wir uns dann so einen richtigen kleinen Vorratsraum hin oder vielleicht so ein richtig kleines Vorratsdungeon. Ich weiß es noch nicht genau. So, nehmen wir mal hier so ein bisschen Erde mit. Kann doch nicht schaden. Hauptsache sieht alles noch ein bisschen natürlich aus, dass wir hier nicht irgendwie einen großartigen Abhang oder sowas schaffen. Sondern das muss sich alles noch trotzdem ins Bild einfügen, wie zum Beispiel hier, wo es doppelt vorsteht, da kann man einfach mal eine Reihe abtrennen. Und es fällt niemandem auf. So, sieht aus, als wäre es gewollt und jetzt gucken wir mal ganz schnell nach Schafen und dann gehe ich wieder zurück. Moment, Telefon hat gerade geklingelt. Ja, keine Schafe, also wieder zurück und dann weiterbauen. Ich muss mich heute extrem beeilen. Ich hoffe, das fällt wahrscheinlich auch extrem auf, weil ich momentan ziemlich unter Zeitdruck stehe. Ich muss jetzt noch irgendwie so 4 Folgen hinkriegen oder 5, ich weiß noch nicht genau, und dann auch gleich sofort weitermachen. Und ich hoffe, die Folgen werden da nicht allzu langweilig, weil ich die ganze Zeit irgendwas anderes im Kopf habe hier. Da hat man das Telefon bestimmt gerade gehört im Hintergrund. So, zack und 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 zack. Was ich noch erwähnen wollte, sind uns zack und zack und vor allen Dingen auch zack und zack spielen eine große Rolle dabei. Nicht zu vergessen, aber auch zick und zock. So, jetzt haben wir die Reihe fertig und jetzt müssten wir da unten nur noch den Dreck rauskloppen. Eigentlich kann man den noch drin lassen, oder? Ich guck mal kurz von der Seite, wie es aussieht. Er sieht jetzt mit Dreck nicht so schön aus, da wäre Holz natürlich besser, aber generell gesehen könnte man das theoretisch drin lassen und es würde, ich muss mal gucken, sieht es rechts oder links besser aus? Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Ach, ich mach den raus und dann passt das schon. Und dazu benutzen wir Sand, denn wir haben nicht mehr genug Erde. So, komme ich da hin? Nein. Und es ist kaum zu glauben, aber somit haben wir dann endlich die Strandhütte fertig. Zumindest auf dem Niveau, wo man sagen kann, hey, die Strandhütte ist fertig. Na... Und dann sollten wir mal gucken, dass wir den Wolkenpalazzo vielleicht auch mal ein bisschen vorantreiben. Wobei da noch immer das Problem ist mit der Wolle. Und das lässt sich auch nicht einfach so aus der Welt schaffen, fürchte ich. Hm. Ich glaube, ich werde den Creature-Mod dann demnächst wieder aus... Ich werde den Creature-Mod demnächst dann erstmal wieder ausmachen, glaube ich. Einfach damit mehr Schafe spawnen. Weil sonst wird das echt ein richtiger Krampf, bis wir da oben erstmal zu Potte kommen, bis da erstmal genug Wolle am Start ist, um unser wagemutiges Vorhaben auszukleiden. Deswegen lieber ein paar mehr Schafe, dann verzichte ich ein paar Folgen lang einfach auf Donald Duck und seine Freunde. Ne, Donny? Ja. Wenn wir dafür einfach mehr Wolle kriegen.